Wir sind gerade beim Queen Victoria Market. Das ist ein Markt, der ist in Melbourne im CBD gelegen, im Central Business District. Benannt nach Queen Victoria, die herrschte Ende des 19. Jahrhunderts über das British Empire. Und wir nehmen euch jetzt mal mit und zeigen euch, was der Markt so zu bieten hat und was man da so kaufen kann. So, das war's auch schon wieder. Das waren unsere Impressionen von dem Victoria Market. Und wir machen uns jetzt noch auf den Weg, ein paar organisatorische Dinge mal wieder erledigen. Wir müssen unsere Mikey Card aufladen. Das ist so eine Karte, mit der man die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel hier nutzen kann. Also sprich Bus, U-Bahn, Tram und alles Mögliche. Die hier. Genau, da haben wir sie. Und die Jungs haben das gestern schon gemacht. Ich muss jetzt nochmal meinen 7-Tage-Pass nachbuchen, weil er wieder abgelaufen war. Neuer Tag, altes Wetter. Moin. Mit dem Wetter haben wir echt noch nicht so viel Glück. Wir hoffen, dass es jetzt bald besser wird. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu einem Outlet Center. Hier gerade am Yarra River entlang. Eigentlich soweit ganz cool hier. Hier haben wir das Convention Center hinter den Bäumen dort. Hi. Da hinten die City. Und hier müssen wir jetzt ein gutes Stück noch laufen. Es tut uns leid, dass wir jetzt so lange gebraucht haben für das nächste Video. Aber wir sind zurzeit ziemlich viel damit beschäftigt gewesen. Bezüglich Wohnungssuche, Jobsuche und so weiter. Da ging es jetzt auch schon voran. Also wir haben die Zeit nicht vertrödelt. Und da sind jetzt auch einige coole Videos in Planung in naher Zukunft. Aber da wollen wir noch gar nicht so viel verraten. Zur Jobsuche kann man sagen, wir waren jetzt bei einer Jobagentur. Wir haben ja den Marcel kennengelernt und das haben wir jetzt auch wahrgenommen. Haben uns dort angemeldet, das hat uns so roundabout 50 Euro gekostet, die wir dann aber am Ende unserer Reise bei der Steuererklärung dann wiederbekommen. Das von daher wir übrigens auch mit dem Marcel, weil der ist spezialisiert auf diese Steuergeschichten. Genau, also der wird uns da auch noch helfen, dann später die Steuererklärung gut zu machen, weil da ist es so, sobald man einen kleinen Haken falsch setzt, kann man halt
anstatt 5.000 Dollar zum Beispiel 1.000 Dollar wiederbekommen oder so, je nachdem, wie viel man halt verdient hat. Aber da kann man halt schon kleine Fehler machen, die halt große Auswirkungen dann haben, was halt blöd wäre. Deswegen hat er uns halt seine Hilfe da angeboten. So, und bei dieser Agentur ist es dann so, dass wir jetzt da unseren CV hingeschickt haben. Also das ist hier in Australien der Lebenslauf für die Jobbewerbungen. Und der wird uns halt sehr gut nochmal angepasst für die einzelnen Jobs, die wir dann halt machen wollen. Da kriegen wir jetzt den... Kurz mal Deutschland-Feeling. Wir haben ja Oktoberfest. Ja, aber irgendwie fehlt das Bier, oder? Genau. Die radeln sich einen ab. Hier war doch alles mit hier. Auch nicht schlecht. Ja, und wie gesagt, da haben wir unsere CVs hingeschickt, unsere Lebensläufe. Die werden von der Agentur überarbeitet, je nachdem, was man angibt, machen zu wollen. Es gibt halt verschiedene Richtungen, die man vorher wählen kann. Zum Beispiel Farmworking oder als Barkeeper, irgendwie sowas. Und je nachdem, was man da halt angibt, überarbeiten die die Lebensläufe so, dass es dann, wenn man sich bewirbt, auch optimal dann halt passt. Da kann man auch ruhig mal ein bisschen lügen, also mal reinschreiben, dass man zum Beispiel schon mal in einer Bar gearbeitet hat, obwohl man das noch gar nicht gemacht hat. Einfach, weil die sowas niemals kontrollieren, ob man das wirklich in Deutschland gemacht hat. Und das hilft dann einem nur weiter, dass man quasi so einen Job dann schneller bekommt oder einfacher bekommt. Ja, und jetzt sind wir auch schon bei dem Outlet Center angekommen. Checken wir ab, was jetzt hier so geht, was es hier so für Läden gibt. Und suchen mal die Jungs, die jetzt hier vorne schon sind, die wir mittlerweile ein bisschen verloren haben. Hey guys, what's up? Servus! Grüßt euch! Ja, und jetzt gehen wir hier mal ein bisschen rum. Schauen mal, ob wir hier eine oder andere Kleinigkeit finden. Jetzt ist hier zu oder wie? Hier ist jetzt zu. Und jetzt? Happy Hour. Wo? München. München oder was? Munich, Hochwald. Aha, was gibt es denn, Chris? Ah ja? Ach so, ja? Ja, heute unser Shopping-Tag war ziemlich erfolgreich. Unser Freund Daniel hat ein paar weiße Doc Martens bekommen. Wir haben uns alle Tagebücher zugelegt, wo wir jetzt schön festhalten können, was wir so erleben hier in Australien. Und dann gab es noch eine kleine Puffbeleuchtung für mein Van. Hast du dir geholt? Habe ich mir geholt. Glaube ich nicht. Doch, warte. Eine rote? Eine schöne rote, Alter. Mit Batterie, damit die Mädels gerade wissen. Eigentlich müssen wir nochmal ein Review machen von deinem geilen Van, oder? Bevor du abhaust. Auf jeden Fall. Wer sagt denn, dass ich abhaue? Ja, irgendwann wirst du weg sein. Irgendwann werde ich weg sein, wenn mein Second Tier nicht klappt. Wo sind denn wir jetzt? In Munich, Praha. Wir sind jetzt angekommen. Da sind die Titten, auf die Titten bitte. Hey man, is it fine to film a little bit? Is it fine to film? Okay, thank you, buddy. Thank you. Mal gucken, wie es hier abgeht, ob die Australier auch so geil trinken können wie die Deutschen.
gucken wir mal, wo die Chicks sind hier im Dirndl. Ob wir welche finden? Ich weiß es nicht. Jetzt bestellen wir erstmal einen Mast, denke ich mal, für alle. Liebe Grüße an meinen Onkel an dieser Stelle. Schade, dass du nicht hier sein kannst mit uns. So, wir trinken jetzt auf unsere Zeit hier in Australien, im Moment in Melbourne. Ja, wir sind mittlerweile so ein bisschen angekommen, haben jetzt hier bei diesem großen Outlet Center diesen Laden hier gefunden, dieses Hofbrauhaus. Haben uns jetzt hier Bier bestellt und nutzen einfach den Moment mal, um dafür anzustoßen und ja, einfach den Moment zu genießen, sozusagen. Genau, und auf eine geile Zeit. Auf unsere Freunde in Deutschland. Ja, genau. Liebe Grüße an alle. Wir vermissen euch. Heimat. Prost, ihr Säcke. Prost, Jungs und Mädels. Zum Wohle. So, wir sind jetzt raus aus dem Münchner Hofbräuhaus. War ein cooler Abend, wir haben ein paar Bier vernascht und ein Radler. Radler, der Junge hier trinkt nämlich keinen Alkohol. Jo. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Hause. Wir haben nämlich super dolle Hunger. Haben nicht so viel gegessen heute. Werden noch eine Kleinigkeit kochen. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Was noch? Followt uns bei Insta auf, wo seid ihr noch überall? Abonniert den Kanal auf YouTube. Abonniert den Kanal auf YouTube auf jeden Fall. Ganz genau. Coole Jungs. Also, bleibt dabei. Wir sind bei Instagram Beyond Brotherhood. Falls ihr das noch nicht habt, dann folgt dem Kanal auf jeden Fall, um alle weiteren Infos über uns zu erfahren. Die kleinen spontanen Sachen gibt es bei Snapchat. Da gibt es die Benutzernamen in der Infobox. Und ansonsten würde ich sagen, folgt dem guten Buddy hier, Kiwi Nope, bei Instagram. Und dann würde ich sagen, ihr bestimmt auch einiges sehen werdet von uns. Genau, wir machen einige Videos zusammen. Wir haben da schon einiges in Planung, wie vorhin schon erklärt. Dann lasst euch einfach überraschen. Wir machen jetzt hier Schluss. Ich würde sagen, schönen Tag noch oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis bald. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Jungs. She's so pretty, yeah. She looks so good. So for me to move on now. It's probably a silly question anyway. But I just can't help but think, how do we could invite someday? Have we really been blind to reality? Every time we, every little thing is my way. Oh, every time you wanna do it, yeah. So, so interesting. You tell me, was it real, was it all in my head? Was it real, was it all in my head? Oh. Was it real or was it all in my head? Was it real or was it all in my head?